Leute, it's real. Red Bull Show 100, der Countdown zur Show des Jahres mit Out of Order hier in der Wiener Markthalle. Herzlich willkommen, wir nehmen euch mit. Jeden Tag gibt es Daily Recaps, Insights hier ins Camp. Out of Order verbringen hier exakt 100 Stunden und keine Sekunde länger, um nicht mehr und nicht weniger als die Show des Jahres zu planen, zu proben, zu stagen und auf die Beine zu stellen. Es gibt hier in diesem Camp wahnsinnig viel zu sehen. Es gibt zum Beispiel hier diese Rehearsal Stage, die große Probenbühne, wo Out of Order die Show des Jahres proben werden. Ansonsten gibt es noch einige Bereiche, die wollen wir euch zeigen, haben wir uns gestern schon angeschaut. Das ist das Camp bei Red Bull Show 100. Wir sitzen da im Studio 1 in der Markthalle und ich meine, wenn man sich so umschaut, sieht man eh perfekt, was da für Mühen angestellt wurden, dass wir das für die drei Artists möglichst cozy, möglichst authentisch auch zu einem Camp zusammenbringen. Ja, wenn man die Wände sieht rundum, ist in dem Fall Molton, sind sicher mehr als 1000 Quadratmeter gehängt, ja, sodass das auch szenisch einfach sinnvoll ausschaut. Mittig steht die Rehearsal Stage, das Herzstück des Camps sozusagen, ist proportional sehr gleich oder genau gleich wie die Show Stage. Das ermöglicht natürlich den Artists, dass sie auch waschechte Rahmenbedingungen vorfinden, um das Ganze auch so zu proben, wie das dann auch stattfinden wird. Wenn man da 100 Stunden in einem Camp verbringt und sozusagen nichts anderes tut, ist es trotzdem wichtig, Freizeitbeschäftigungen zu gestalten. Und da gibt es dazu einen Fitnessbereich tatsächlich. Falls einmal doch noch zu viel Energie da ist, die Energie auch in die richtigen Geräte fließen kann, sodass das nirgends anders hin muss. Ja. Au, ja, bist du gescheit. Hui. Das ist fett. Ja, schauen wir uns doch mal zu den Schlafplätzen an. Habe ich erkannt, der Wohnbereich sein, oder? Is it? Okay. So schaut das aus. Das ist... Wer wird hier schlafen und wohnen? Das ist die große Frage. Ich glaube nicht der Pauli, der ist zu lang. Also das Bett da ist zu kurz. Aber da ist sehr viel Beinfreiheit, ja. So, Trailer Nummer 2. Darf ich kurz die Frage stellen, warum sind die eigentlich alle drei unterschiedlich? Ich weiß nicht, vielleicht um zu Weil zünden. Die drei halt auch so unterschiedlich ja, sind. Ja, damit sie sich gleich einmal irgendwie drum feiten. Ja. Toll, ein Fenster. Wie du das machst. Und ein Schreibtisch. Da gibt es einen Schreibtisch in diesem Wohnwagen, wo dann der hier wohnen wird, Setlist schreiben kann zum Beispiel, sich vorbereiten kann, Text lernen kann. Wenn es Zeit gibt, was ich nicht glaube. Schau, da gibt es eine Decke. Ja, das ist nett. Deine oder andere wird es erkannt haben. Couch. Die ist so zum... Ah, da können sie gut chillen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Out of Order zum Chillen haben werden. Ups. Schauen wir mal auf. Gut, ich schau mal, ob das schon funktioniert. Ist das schon eingeschalten? Ja. Gott sei Dank bin ich keine Musikerin. Ganz wichtig, Schlagzeug immer einschalten, ja, weil sonst funktioniert es nicht. Da in... In diesem schönen Stück hier werden die Interviews mit den Artists stattfinden. Red Bull Doppeldecker. Oh. Traust dich? Oh, au, das tut weh. Morgen ziehen sie hier ein. Das sollte dann alles fertig sein. So, und jetzt komm, immer. Wie viel steht? Nein, 1-0 für mich. Was denn sonst? Hoch gewinnen wir es nimmer. Das ist also das Setting vom Camp hier von Red Bull Show 100. Fehlen eigentlich nur noch die drei. Was hat's damit auf sich? Naja, in diesem Camp stehen 4 Kisten und in diesen Kisten sind gut versperrt die Challenges. Sie wissen ja nichts. Vielleicht kommt auch jemand, der hier aufsperren wird. Vielleicht hüpft auch wer aus der Kiste. Vielleicht hüpft auch wer raus. Es geht um künstlerische Skills, es geht um Organisationstalent, es geht um Kreativität. Das wird sie definitiv stressen. Also von unserer Seite ist eigentlich alles angerichtet. Das heißt, jetzt sind die drei dran. Und wann können sie einziehen?
Naja, jetzt. Jetzt. Paul Pizzerra, Daniel Fellner und Christopher Seiler. Out of order, jetzt zum Buzzer. Es gibt für euch ein letztes Briefing. Ihr stellt euch der Herausforderung, ihr werdet 100 Stunden Zeit haben, um die Show des Jahres zu planen, zu kreieren, zu proben und zu stagen. Ihr werdet hier in der Wiener Markshalle wohnen. Ihr werdet möglicherweise sehr wenig Freizeit haben. Gibt es noch irgendwelche letzten Fragen? Wir wollen uns nicht die Zeit vertreiben, wir wollen Geschichte schreiben. 3, 2, 1, Red Bull Show 100 startet jetzt! Geil! Geil! Das ist richtig! Das ist gut! Oh, es ist schon echt mal. Das ist eine Bühne. Naja, Show des Jahres. Wohnen, schlafen. Okay, das ist die Show. Das ist die Show des Jahres bis jetzt. Aha. Cool. So, jetzt schauen wir uns mal so einen Trailer an. Komm. Ich glaube, dein Bett ist größer. Ja, wer nicht besser ist, größere Hand. Ja, da werden wir was Gutes hinzaubern, meine Damen und Herren. Ich glaube, das war wir uns wahnsinnig. Danke an alle, die da mitgeholfen haben, weil es wirklich mind-blowing großartig da ist. Selten sprachlos, aber ja, ist schon richtig geil da. Danke. Und jetzt schleicht es euch. Jetzt sind wir bereit. Out of Order wissen allerdings noch nicht, dass du da bist. Ich weiß! Sie freut sich schon, sie möchte eigentlich ins Camp stürmen. Ja, ich übergebe nämlich die erste Surprise-Challenge. Ich habe hier den Schlüssel, der sperrt eine dieser vier Boxen. Da ist die erste Challenge drinnen. Damit hier gleich mal Action ist. Ein bisschen was passiert. Ja. Ich darf vorausgehen. Mhm, unbedingt. Du kommst dann nach. Ja? Ist jetzt erst eine halbe Stunde vergangen. Wir haben 99,5 Stunden bei der Bitch in One. Aber mir geht die erste Null, geht mir schon am Sack, muss ich sagen. Ja. Aber was wir dann machen konnten, ist die Nummer, die es schon gibt, die wir haben, die kommt man jetzt dann einmal spielen. Voll, wenn die Band dann da ist, ja. Genau. Voll. Richtig. Ja, für die heute auf Nacht besuchen, Nummer. Gerne. Haben wir irgendwo ein Edding? Ich sag's ja gleich, ich bin Schlafwandler, gell? Schlafwandler und Kuschelmaus. Ja. So, pass auf. Probe. Ja. Paul der Mann, Alpha Pauli, was sagt er? Wiggelwagel? Jawohl. Mon Amour. Mi Amour heißt das. Übrigens. Hoch gewinnen wir es nicht mehr. Dann konzentrieren wir uns heute mal auf die bereits. Die Basic, die Basics. Hoch gewinnen wir es nicht mehr, haben wir schon fürs Nationalteam gespielt. Streichen wir durch. Mi Amour. Spielt die ganze im Radio, können wir auswendig. Ja. Wiggelwagel ist das Erste. Ist das, erste. Das heißt, wir konzentrieren uns heute nur auf morgen gescheite Musik. Mhm. Passt, dann machen wir das. Mich interessiert ja, was drin ist. Dann machen wir uns Gedanken. Schauen wir mal. Servus. Grüß Gott, Servus. Hallo. Wir haben am wenigsten jetzt erwartet. Wir warten noch kurz auf die restlichen drei von der Band und dann gehen wir es proben einmal an. Und dann hoffen wir auf ein Abendessen und dann werden wir hoffentlich zeitig liegen gehen, weil wir morgen eigentlich um 8 Uhr schon wieder starten wollten. Das ist nicht der Plan. Oh, super. Kumpelstilz, das hast du nicht schon wieder. Es gibt einen anderen Plan. Es kann das eine oder andere Mal passieren, dass Menschen heute halt vorbeischauen. Ja, das ist mir immer gut. Am ersten Tag. Ey. Ihr werdet dann eine Klingel hören. Das ist das Zeichen dafür. Die da? Dass jemand vor der Tür steht. Alter. Ja, was? Servus. Servus. Hallo. Hallo. Ich wollte jetzt sagen. Eigentlich muss man gerade mit dem Bürgermeister greifen, hi. Aber das ist immer wesentlich lieber, glaube ich. Hast du jetzt oder irgendwas noch Bösartiges für uns? Oder? Kann man wieder eine Stunde dazu gewinnen, wenn man eine Challenge schafft? Nein. Nein, super. Ich habe eine Überraschung für euch. Ja. Also ihr seht da ja diese vier Boxen. Der Schlüssel passt bei einer Box und da ist eure erste Challenge drin. Also, die geht schon mal nicht. Ja! Oh. Das Gute ist, ihr habt ja keine Ahnung, was jetzt kommt. Die Red Bull Challenge Chor performt einen Song gemeinsam mit einem Chor. Aber dieser Chor umfasst 100 Personen. Wie ihr zu diesen 100 Personen kommt, ist uns eigentlich egal. Ihr habt ja Freunde, du zumal das Telefonbuch irgendwie ja, durch. Ja, ich hab nicht einmal vier Freunde, Alter. Wie soll ich 100 zusammenbringen? Nein. Ja. Bis Samstag habt ihr jetzt Zeit. Gabi. Alle, die hier arbeiten, sind ausgenommen. Was? Ja, aber du bist der Gast, oder? Ja.
bin ich nicht. Ich werde gemeinsam mit dem Benni die nächsten 100 Stunden für euch da sein. Das ist die nächste Challenge, dass ihr uns beide aushalten müsst. Würde ich lieber die Core-Challenge nehmen. Viel Spaß! Danke! Danke. Tschüss! Okay, ihr geil! Rot, schreib auf, Core-Challenge. Jawohl. Okay, gut. 100 macht der Seili. Dani und wir schauen uns jetzt mal das Lied an. Ich telefoniere mal mit dem Flo von der Volkshilfe. Alles klar. Ich bin ja gerade bei dieser Challenge. Ich muss jetzt wirklich 100 Leute aufstellen. Und ich kenne aber nur meine Eltern. Wieso muss ich 100 Leute? Ich kenne am wenigsten Leute. Ich bin der Introvertierteste von der Partie, wirklich. Vielleicht nehmen wir einen Chor, den es schon gibt. Ja, wieso nicht? Hallo? Hi, du. Wie spontan seid ihr, ich sage mal, 80-köpfigen Chor zusammenstellen kannst? Ja, 80 sind begeisterte, verrückte, spontane Leute. Sollte man zusammenbringen. So, naja, die Volkshilfe ist geregelt. Perfekt, perfekt, perfekt. Du musst das Video machen. Welches Video? Bitte meldet euch da. Aber nur, wenn ihr singen könnt, bitte. Kannst du vielleicht mal Daniel vielleicht auch mal ins Bild holen? Das ist ein super Framing. Ja. Nein, mir ist eh wurscht. Ja, was ist denn für ein Filter? Du hast überhaupt keine Falten mit dem Filter. Freut mich. Bitte meldet euch. Richtig. Erste Challenge. Danke. Tschüss, Papa. Die sind sehr happy, glaube ich, oder? Ja, die sind extrem happy. Und beim Einzug ins Camp bei Red Bull Show 100, der Countdown zur Show des Jahres hier in der Wiener Maxhalle. Morgen kommt ja schon die nächste Challenge. Also ich meine, das ist ja hier kein Zuckerschlecken. Irgendwann werden sie auch schlafen. Glaubst du? Ja, ich bin mir nicht sicher. Nein, die sind zu ambitioniert, die gehen sicher proben. Die tun jetzt die ganze Nacht. Ich glaube auch. Die sind nervös. Ein bisschen geprobt wird noch. Das erste Mal nämlich auf dieser großen Probenbühne hier im Camp. Steckt man schon? Ich habe nie noch eine neue Freundin. Sie ist im Igelwogel, weil ich halb bin. Doch weil ich immer irgendwie nur halb bin, brauche ich ein Igel-Nigel-Nogel neue Freundin. Dann machen wir bitte Mi Amor. Ja. Ich hol die Butter.